Kennst du MySap? Ja. Ähnliches Problem wie bei Reportagen. Ich verstehe oft den Text nicht. Dass ich bei Reportagen den Text nicht verstehe, ist falsch. Bei MySap finde ich, versteht man den Text nicht. Ja, es gibt auch Songs, wo man den Text gut versteht, aber in vielen Tracks von ihm tue ich mir einfach schwer, den Text zu fühlen, weil ich nicht verstehe. Aber das Problem ist, ich habe auch ein Problem mit Maskenrappern. Ich sag mal, bei SpongeBoss war das eine Ausnahme, weil sein Rap-Skill so krass war, dass halt einfach alles in den Schatten gestellt hat. Aber bei Rappern zählt nicht nur die Musik, finde ich. Bei Rappern zählt die Mischung aus Musik und der Person dahinter. Und MySap ist halt für mich einfach nur ein maskierter YouTuber, der kann halt alles rappen und ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Dann fühle ich die Mucke auch nicht so, wenn ich die Person dahinter nicht kenne. Wie gesagt, SpongeBoss ist tatsächlich als Maskenrapper eine ziemliche Ausnahme. Und es war ja auch irgendwo dann irgendwann klar, dass es San Diego ist. Dann hat er ja auch wieder ein Gesicht. Aber bei SpongeBoss war der Skill halt so krank, dass die Maske halt vollkommen Wumpe war. Da hat das Image auch gepasst, weil er mit dem Image gespielt hat. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel einen Kollegen todes feiere. Genauso wie einen Raff und genauso wie einen Shindy zum Beispiel. Weil ich ihre Biografie kenne. Ich weiß, wofür sie stehen. Ich weiß, von wo sie herkommen und warum sie ihre Mucke so schreiben, wie sie es tun. Und dann fühle ich es, weil ich mich damit identifizieren kann, weil ich die Person dahinter kenne. Und dann werde ich zum Fan. Das ist das Ding. Also wirst du Fan von jedem, mit dem du dich näher beschäftigst. Ja, weil ich mich nur mit Menschen näher beschäftige, die auf mich interessant wirken. Und die mich mit ihrer Musik oder mit ihren Texten abholen. Also ich beschäftige mich ja nicht mit jedem Rapper sofort einfach direkt mal näher. Sondern man hört Mucke, denkt sich, yo, die Mucke ist cool. Und dann fange ich an, mich mit der Person dahinter zu beschäftigen. Und wenn mich das dann überzeugt, dann werde ich Fan. Was ist momentan dein Lieblingssong-Künstler, abgesehen von deinen? Okay, du redest von momentan. Also ich sag mal, wenn du von all Time reden würdest, wäre es eh Raff mit Corleone. So. Warte, lass mich meine Spotify-Playlist gucken. Was ist aktuell das meiste, was ich pumpe? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich den letzten Marrow-Track gut fand. Wenn der Junge den nächsten halt konsequent durchzieht und weiter an sich arbeitet, dann kann es ein richtig guter Rapper werden. Man muss halt auch sehen, wie Farid Kollan zum Dach. It's my no joke. Ich fand Marrow-Tracks nie schlecht. Sie waren halt einfallslos und so weiter. Aber ich meine, ich habe zu denen im Club getanzt. Die waren tanzbar. So, das ist okay. Also, tanzbar. So, zu dem Text kannst du nicht tanzen, aber die war okay. Aber ich muss auch sagen, seinen letzten Track fand ich extrem stark. Das ist ja mein Problem mit dem heutigen Deutschrap. Das ist einfach keine Stories mehr geteilt werden. Ich will einfach Menschen, die was erlebt haben und darüber rappen. Das liebe ich. Welchen Track pumpe ich aktuell am meisten? Oder welchen Künstler? Ich pumpe Matrix aktuell am meisten. Muss ich gar nicht drüber nachdenken. Ich habe die Playlist gesehen und ich wusste es. Er hat zwar aktuell kein Album und so. Ich glaube, sein neues Album kommt im November. Todeshype drauf. Aber ich habe mir aktuell eine Playlist gemacht. Die heißt Matrix 100%. Findet ihr auf meinem Spotify-Profil. Da sind alle Tracks von ihm drin. Und die läuft gerade rauf und runter und es wird nicht langweilig. Wie stehst du zu Crow? Hab den übelst gefeiert und jetzt gibt es nur noch einzelne Songs, die bei mir Nostalgie auslösen. Boah, Crow habe ich nie aktiv verfolgt. Klar, hast du es damals mitbekommen, als er angefangen hat mit Easy und so weiter. Als er halt den Todeshype of Doom hatte. Aber von seinen neuen Sachen sehr wenig. Er macht zwar sehr gute Musik, aber es ist mir teilweise zu verspielt. Ich meine, ja, Kunst, künstlerische Freiheit, ne, you know. Aber das ist mir teilweise zu abstrus.